Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir sind kurz davor, ein UFO, das abgestürzt ist, zu untersuchen. Hier, denke ich, ist ein Sniper nicht so sonderlich gut, es sei denn, er ist unser Umbreon, der mit Pistolen um sich schießt. Dem Umbreon nehmen wir aber den Schädelstecker wieder ab, das hat überhaupt nichts gebracht. So, Schädelstecker, geh mal weg. Ich denke, der ist nämlich besser aufgehoben hier bei Hexchen. Die gegen den Schädelstecker, genau. So, haben wir noch einen Soldaten, den wir irgendwie einsetzen können? Professor Creep oder Engai ist da. Der Manu könnten wir leveln. Allerdings haben wir mit Hexen ja schon einen Rookie-Bit dabei. Das heißt, nicht so toll. Ein Sergeant oder ein Captain? Ich glaube, ich würde lieber den Engai mitnehmen. So, wir haben immer noch nichts Tolles, was wir hier machen können. Gegenstände freigeben. Gucken wir mal. Ja, wir haben die Drachengeschosse noch frei. Die geben wir dem Umbreon mit am besten. So. So eine Brandgranate, Granate, Granate, Granate. Imitationsgerät, immer sehr gut. Degerät, ja. Sieht ganz nett aus. So, bis auf den Spezialisten-Support bin ich eigentlich mit der Truppe hier ganz zufrieden. Und deswegen gehen wir in den Einsatz. Seid ihr auch aufgeregt? Ein UFO. Ein abgestürztes UFO. Grünes Licht für Teameinsatz. Aber ihr seht auch, wie schnell das auch wieder geht mit diesen mit dem Avatar-Projekt. Wir hatten das gerade schön runtergezogen. Leider haben die Aliens Verstärkung bekommen, bevor irgendetwas aus dem Schiff geholt werden konnte. Wir rücken aus, um dort noch etwas zu bergen. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus. Wir hatten sie schön runtergewirtschaftet und jetzt sind sie innerhalb von einem Monat wieder fast voll. Da müssen wir uns jetzt sobald auch mal wieder drum kümmern. Und wir brauchen demnächst, ach, wir brauchen so viel, wir brauchen neue Waffen, wir brauchen Wissenschaftler. Ach je. 5 UFO-Koordinaten eingegeben. Vorrücken, Gebiet sichern und alle Feinde ausschalten. Okay, zumindest sind wir alle verborgen. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, die neuen geborgenen Waffenverbesserung mal zu verteilen. Ich bin ein bisschen... Ja, wenn einer was überlebt, dann doch der Bero. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ich hätte jetzt auch noch schon einen von den Psionikern mitnehmen können, aber die sind noch relativ schwach am Anfang. Denke ich. Position. Deswegen werden wir die erstmal ein bisschen leveln in ihrem psionischen Labor und dann, wenn sie richtig krasse Kräfte entwickelt haben, dann schicken wir sie mit auf den Einsatz. Augen auf. Verstanden. Halte die Augen auf. Scanning. Bin dabei. Scanne Gebiet. Na, was höre ich da? Das sind doch bestimmt schon wieder hier fiese Möps, aka Aliens. Ja. Das Ding sieht aus, was ist das? Ist das ein Schutzanzug? Vielleicht kommt das Ding nicht mit unserer Atmosphäre zurecht. Diese Ausdünstungen könnten toxisch sein. Ich rate zur Vorsicht, Commander. Fuck. Schon wieder ein neuer Gegnertyp.
Mann, Mann, Mann. Wird also Zeit, dass wir auch unsere Waffen wieder aufleveln. Die Gegner leveln ziemlich schnell mit hier. Befehl bestätigt. Moving to designated coordinates. Begebe mich zur Zielposition. Ich weiß aus einem Let's Play, was ich gesehen habe, dass dieser Gegner, die da vorne gerade aufgetaucht ist, ein ziemlicher Assi ist. Wie eigentlich fast alle neuen Gegner, die kommen. So, Feuerschutz. Feuerschutz. Mir geht nichts. Okay. Sie haben sich verzogen ein bisschen hier. Das heißt, wir können hier ein bisschen um dieses Häuschen herumlaufen. Engel, vielleicht mal nach hier vorne. Verstanden. Rücke ab. Und dann kommen sie vielleicht zurück. Und dann gibt's Kazala. Backfisch. Und los geht's. Das Gute ist, dass wir keinen Timer haben. Das finde ich immer gut bei solchen Missionen. So, der Beru. On the move. Umbreon. Begebe mich zur Zielposition. Esrak. Tempo. Mir entgeht nichts. Feuerschutz. Ammonit. Scanne Gebiet. On Overwatch. Okay. Soweit, so gut. Aber die sind noch viel zu weit hinten. Verlassen sich hier auf ihre Turrets. Moving to designated coordinates. Hier gibt's kaum Deckung, das ist auch nicht so geil. Moving to position. Kannst du das Turret von da aus sehen, Exin? Ja, kannst du, aber... Kannst auch genauso wenig es hacken. So. Du kannst eigentlich hier hinten bleiben. Ich hab Schiss, dass wenn die jetzt hier rüberlaufen, dass die dann uns sehen. Aber irgendwann muss ich nach vorne. Das heißt, ich gehe hier in volle Deckung. In halbe Deckung. Machete. Wird auf jeden Fall in den Feuerschutz gehen gleich. Backfisch. Das ist nah dran, aber. Bin unterwegs. Dann gehst du schon mal in den Feuerschutz. Scanne Gebiet. So. Okay. Okay, sie gehen nur zur Seite. Patrouillieren da quasi. Okay. Das heißt, wir haben hier noch eine Chance, den Umbreon noch ein bisschen besser zu postieren. Kommen dann bestimmt wieder zurück hier. Ah, die stehen gerade so gut nebeneinander für einen ersten Strike. Tun sie echt. Deswegen bestätigt. Feuerschutz. Feuerschutz. Mit dir bin ich noch nicht zufrieden, Umbreon. Aber ich lasse das erstmal so. Feuerschutz. So, Backfisch.
eine Splittergranate abfeuern jetzt und würde alles treffen, was hier drin ist. Die ist für dich. Okay, Kampf ist eröffnet, Leute. Okay, schauen wir mal, was wir machen. Sie können uns sehen. Eine Dreierrüstung ist schon krass. Daneben. Daneben. Ist nicht gut. I'll get him next time. Mist. Und das Turret. Okay. Läuft. So, Lesrak. Die nächste Granate. Die hintersten oder die vordersten? Damit klaue ich dem Engel auch seine Deckung. Würde aber die vorderste Schlange ausschalten, dem eine Rüstung klauen. Oder ich schieße nach hier und klaue auch dem Turret noch eine Rüstung. Will ich nicht dabei treffen. Schwierig wieder mit diesen Granaten hier. Ich hätte natürlich auch gerne hier die Deckung von dem Vieh weggeschossen, weggesprengt. Aber das scheint jetzt hier nicht so geil zu sein. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Auf was hat denn der Umbreon eine gute Sicht? 75% auf den. Okay, das heißt, zur Not kann ich auch auf den schießen. Aber wenn der Engel gleich keine Sicht mehr hat, ist der noch dran? Zufällig? Ne, der hat eben schon geschossen, ne? Fuck, ey. Das ist nicht das, was ich jetzt hier wollte. Ich mach das so. Okay, noch eine Rüstung zerschreddert. Okay, und der darf sogar nochmal. Das ist ja perfekt, dann kann ich direkt nochmal drauf walzen. Nimm das! Okay, das Turret ist damit schon mal down. Und er darf sich noch bewegen. Mal wohin? Eigentlich steht er da ganz gut. Okay, Umbreon. Schlangerich. Oder Typi. Typi ist in ziemlich guter Deckung. Das heißt, du tötest den Schlangerich. Kannst du denn mit den blitzschnellen Händen... 27%. Ja, mehr ist besser als nichts, ne? Ja, daneben. Okay.
Ich weiß, dass der da zuschlägt wie ein Hammer, der Typ. Und ich hoffe schwer, dass unsere Soldaten das überleben. Okay, zumindest der Schlangerich und der Turret sind tot. Feind neutralisiert. So, Lesrak ist noch dran, könnte sich bewegen, aber machen wir nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Schießt der oder läuft? Er läuft. Wurde gesehen. Werde flankiert. Ah, der Engel kann noch schießen. Perfekt. 5 Schaden immerhin. Stimmt, der hatte ja Phantom. Abgeprallt. So, jetzt kriegt der Lesrak einen über den Haufen. Boah, fuck, 11 Schaden. Da kommt der Klingensturm, damit müsste der Viper tot sein. Perfekt. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Wir haben gerade ein Signal vom UFO erfasst, das wie ein Notsignal aussieht. Na super, jetzt doch eine Zeitbegrenzung. Und das Signal abstellen, bevor ihre ganze Flotte hier auftaucht. Okay. Machete, dann beweg dich doch mal nach vorne. Ah, und der triggert neue. Fuck. Erstmal den dicken. So, und jetzt kommt das Problem von diesen Viechern. Passt auf. Die stehen einfach wieder auf. Wir alle haben das Ding zu Boden gehen sehen. Was passiert hier? Scheiße passiert hier, würde ich sagen. Umbreon. 100%. Rete kann sich gleich noch bewegen. Engai steht da relativ gut, ist aber in voller Deckung, glaube ich, besser aufgehoben. So, das Vier haben wir schon mal erledigt. Erledigt. So. Einmal bitte. Ah, Medkit-Heilung. Ach, du bist ja noch nicht ausgelevelt. Fuck. Das ist schlecht. Legen wir endlich los. Da können wir eine Brandgranate hier hinschießen. Zap, trifft alle. Und der dürfte durch das Feuer hin sein. So, Lesrak läuft jetzt hier hinters Haus. Der ist mir einfach zu angeschlagen. So, und Hexchen läuft dann neben ihn. Und macht mal eine Medkit-Heilung auf den Lesrak. Nein, 4 Lebenspunkte geheilt, aber so viel kann er jetzt nicht mehr. So, und ich weiß, dass die Granaten mit haben. Das heißt, es ist vielleicht nicht so schlau, sich hier so hinzustellen. Deswegen ziehe ich mal den Machete nach außen. Und bin gespannt, was da jetzt kommt. Erstmal brennen die weiter. Das ist schon mal gut. Hier schön verbrannt. Und der müsste jetzt eigentlich sterben, der andere. Perfekt. Ich weiß nicht, wie lange dieses Feuer anhält. Ich hoffe noch eine Runde mehr, dann brauche ich nämlich den Schildträger nicht beschießen.
Okay, der Bero will es abkriegen. Ah, daneben. Der Bero ist unantastbar, weil er eben jemanden getötet hat in der letzten Runde. Perfekt. So, der macht jetzt wahrscheinlich sein Schild. Der brennt aber noch, ne? Ich hoffe das. So. Umbreon. Keine Wirkung. Na, die Schilde sind jetzt ziemlich heftig geworden. Fünf Schild haut er uns hier um die Ohren. So, dann... Bin unterwegs. Fuck, daneben. Konzentriere dich. Ja, in der Tat. Die Waffe verschlingt meine Munition. Schaden. 4 hat er noch. Lesrak. Mal wieder raus hier. Hexchen um die Ecke. Vielleicht schaffst du es, ja? Jo. Perfekt, der Kill gehört Hexin. Die braucht die Kills. Und die Beförderung ist verdient. So, Machete, du hast noch diesen einen Typen vor dir. Sturm und Schuss. So, dann machst du bitte Schnellfeuer auf den Typen. Daneben. Enemy is still up. Ach Mist, du hättest doch gar nicht... Das reicht, Gott sei Dank. Jetzt hat er keine Munition mehr, der Gute. Kann sich aber noch bewegen. Und der Lesrak kann sich auch noch bewegen. Okay, ich gehe. Ah, der ist so scheiße angeschlagen. Mit dem muss ich echt vorsichtig sein jetzt. Ein Reload für unseren guten Machete. Und es ist ja nicht so, als ob jetzt in diesem Alien-Schiff hier wahrscheinlich nichts mehr drin ist. Also da werden garantiert jetzt auch noch nervige Gegner drin sein. Und wir haben nur noch 4 Runden für dieses scheiß Notsignal. Umbreon, Reload. Ich bin bereit. Ja, dann rück aus. Rücke aus. Engai. Will ich den schon reinziehen? Ich muss aggressiv vorgehen ein bisschen. Hat auch nur noch einen Schuss in seinem Magazin. Okay. Ich würde mir gern mal Ihren Flugcomputer aus der Nähe ansehen. Unserer müsste mal aktualisiert werden. Okay, aber zumindest... Keine Gegner. Double time. Backfisch. Los, los, los! Die Brandgranate eben war echt gut. Ja, und der Lesrak. Bin unterwegs. Einmal in volle Deckung. Okay. Versuchen, Hexin hier möglichst nah ranzubekommen. Denn die kann auch über Distanz hacken. So, dann... Sporte los! Machete kommen wir gleich zu. Hier macht man einen Reload. Und weiter geht's! Einmal verbergen. Tarne mich.
Und dann gehst du hier mal gucken. Näher mich der Zielposition. Menes 1-5, das ist das Notsignal. Ach nee. Rücken Sie vor und schalten Sie es aus, bevor die Aliens das UFO finden. Nicht wahr, Central, nicht wahr. So. Scanning. Scanning. Hier hin. Und los geht's. Und für den Fall der Fälle ein kostenloses Nachladen. Und einen Feuerschutz. So, du hast ja noch das Imitationsgerät, das ist auch noch ziemlich nützlich. Ja, das weiß ich nicht, geh gucken. So, Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Okay. Häckchen nach hier. Order confirmed. On the move. So, und hacken. I'll take a look. Heckwert des Soldaten wird dauerhaft um 20 gesteigert. Nice, nice. Hacken. Läuft. Wir haben das Alien-Notsignal abgeschaltet. Der Himmel scheint ruhig zu sein. Okay. Dann schicken wir doch mal unseren Scout ein bisschen weiter vor. Bin auf dem Weg. Die Energieversorgung des Schiffs ist wahrscheinlich eine modernere Variante des Illyrium-Kerns der Systeme der Avenger. Mhm. Interessant. Begebe mich zum Ziel. Da sind Gegner. Sie sehen mich. Boah, sie haben ihn noch gesehen, verdammt. Oh, es sind 4, 5 Leute. Der arme Engai. Okay. Wie holen wir ihn da raus? Wie holen wir Engai da raus? Okay. Wir gehen nochmal um die Ecke. 55%. Machen nochmal einen Feuerschutz. Umbreon, du musst jetzt auch irgendwie hier rein. Bestätigt. Bugfish. Ja, ihr kommt alle nicht so dahin, wo ich euch gerne hin hätte. Damit ihr nützlich seid. Feuerschutz von hier. So, und der Lesrak läuft hier hin. Wird schon nichts passieren. Imitationsgerät. Schmeiß das mal hier hin. So, dann greifen sie nämlich das an, anstatt unseren Engai. Ah, daneben. Schade, Engai. Ziel verfehlt. Okay, das ist schon mal hin. Immerhin aber ein weniger, der auf Engai geschossen hat. Daneben von Beru. That is not good. Okay, Klingensturm hat anscheinend getroffen. Jetzt revanchiert er sich, glaube ich, gleich, ja. Aber haut daneben, perfekt. Stehe unter Beschuss. Ja, der Klingensturm an der Ecke ist schon ganz cool. Wenn du jetzt den Umbreon da reinbringst und auf alle schießt, sind sie alle weg. Da kommt eine Granate. Bin getroffen.
fuck. Jetzt kommt der und schießt seine Raketen auf uns, oder? Fuck. Wer war das? Ich glaube, das ist der Umbran gewesen. Umbran ist am Verbluten. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt innerhalb von 4 Runden ausschalten. Ne, Umbran lebt noch. Wer war das hier gerade? Wer verblutet? War das der Lesrak? Ja, das war der Lesrak. Okay, verdammt. Okay, wie regeln wir das? Backfisch. Keine Deckung. Wie weit kommt deine Splittergranate, Backfisch? Nicht weit genug. Okay. Sie haben uns hier komplett der Deckung beraubt. Fuck. Also Fakt ist, dass ich die nicht alle gleichzeitig wegkriege. Glaube ich. Und ich muss Risiko spielen. Rein da. Ich brauche die Granate. Zwei Leute immerhin. Okay. Beförderung verdient. Umbreon, du schießt gleich auf alles, was noch sichtbar ist. Hexin. Hexin kann gerade echt nicht viel tun, die ist noch ein Rookie. Geh mal nach vorne. Hat auch noch 2 Schuss, ein Hilfsprotokoll wäre vielleicht gleich noch ganz nötig. So, Machete. Machete. So, der ist nicht so schlimm. Hoffe ich doch zumindest. Die Typis hier machen mir mehr Sorgen. Sturm und Schuss. Dahin. Prozent. Wie wär's mit einem Schnellfeuer? 9 Schaden. Und? Hard target, minimal damage. Sehr gut. Einer down. Check it before you get too close. I've got something over here. So, jetzt ist er unerbittlich, darf sich noch bewegen. Einmal hier hinten bitte hin. So, jetzt haben wir noch Hexien, Umbreon und Engai. Engai hat auch noch eine Granate. Boah, den kriegen wir nicht weg, Leute, hier, den Typen. Fuck. Warum kriege ich nicht beide mit der Granate? Das ist so ätzend. Die Frage ist jetzt,
den töten oder den anschießen und hoffen, dass der Umbreon den auch umnietet. Deckung gibt's hier kaum. Ich gehe mal hier in Deckung. Bestätigt. 96%, ich muss die höhere Chance nehmen, ich brauche den Schaden. Und er schießt mit 96% daneben, Leute. Ja, Umbreon, das ist jetzt nicht so geil für dich hier. Hexin ist auch noch da. Wechseln wir auch gleich das Hilfsprotokoll. Umbreon geht man nach hier. Blitzschnelle Hände. Auf den. Oder auf den. Auf den, dann ist er weg. So, einer weniger. Feind ausgeschaltet. So, jetzt sieht er noch zwei. Mach nochmal Konfrontation, dann können wir jetzt auf beide schießen. Einen Schaden. 5 Schaden. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Okay, Hexin, Hilfsprotokoll. Nee, nicht auf den. Nicht auf den. Nicht auf den Engai. Nicht auf dich selber, sondern auf Backfisch, die hier völlig im Freien steht. Immerhin plus 30 Verteidigung. Ich bin gespannt, auf wen sie jetzt drauf gehen. Und Lesrak verblutet vor sich hin. So, da kommt ein Schuss auf Backfisch. Kritisch, verdammt. Trotz der Verteidigung. Jetzt hoffen wir, dass der Dicke ihn nicht kriegt. Wo ist er überhaupt hin? Wo ist der Dicke hin? Roger. Da ist er. Einmal um die Ecke gelaufen. Headshot. Bestätigter Abschuss. Okay, Engai und Machete. Und natürlich Hexin. Backfisch hat keine Munition mehr für ihre. Legen wir endlich los. Machen wir Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Schon unterwegs. So, Splittergranate oder Schuss. Du hast einen 96, hast du eben schon mal versemmelt. Das heißt, du triffst es diesmal, ne? Was wolltest du mir damit sagen, egal, oder? 5 Schaden. Panzerung getroffen! Das ist das große Problem, die Panzerung. Hier machen wir mal einen Reload. Rock'n'Roll! Wir gehen auf Feuerschutz. So. Möchte ich wirklich im Freien stehen? Das ist das Problem. Hier draußen war ich ja auch noch nicht. Beru. 100%. Schnellfeuer geht leider gerade nicht. Feuer. Yes! Jetzt bitte, sei vorbei, dann haben wir nämlich den Lesrak noch gerettet. Ammo out! Minus 1,5, yes. Ist bestätigt, Mission erfüllt. Yes! Lesrak war am Verbluten, Leute, aber wir haben ihn geschafft, wir haben ihn gerettet. Schwer verwundet. Backfisch, Engai und Machete, die Stars des Spiels. Puh.
Und wieder zeigt sich, wie wichtig es ist, Heilungsspezialisten zu haben. So geil auch diese Hacking-Skills sind, aber die Heilung ist einfach zu wichtig in dem Spiel hier. Alessak, das gibt wieder eine fette Narbe. Aber erstmal eine Zigarette, ne? Okay, schauen wir mal, wie es mit den Beförderungen aussieht. Da gab es ja jetzt doch ein paar. Lessrak schwer verwundet, aber befördert. Leicht verwundet und verwundet. Ja, der Bero ist immer nur noch leicht verwundet. Er kann nichts mehr schrecken hier. Okay, befördern wir Hexin und geben ihr das Medi-Protokoll. Befördern Backfisch. Und was kriegt sie denn? Abfeuern und werfen von Granaten. Erste Aktion beendet die Runde nicht. Kugelhagel. Ziel garantiert trifft, Menge Munition verbraucht. Garantiert treffen ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir haben eben auch gesehen, wie stark die Salve sein kann beim Lessrak. So. Rapturschuss. Verursacht kritischen Schaden, sorgt dafür, dass das Ziel um einen plus 3 erhöhten Schaden durch alle zukünftigen Angriffe nimmt. Boah. Und Bereichsbeschuss, Feuer einen Kegel von dem Trommelfeuer auf alle Gegner im Wirkungsbereich ab. Außerdem kann die Deckung dieser Gegner beschädigt oder zerstört werden. Verbraucht eine Menge Munition. Mehr Schaden gegen die Gegner. Ich nehme das. Das klingt nicht schlecht. Okay, wir haben hier überragende Konditionierung und fortschrittliche Konditionierung, mehr Trefferpunkte und eine Magazinerweiterung und können jetzt auf 174 Vorräte blicken. Das heißt allerdings auch, dass wir in den Testbereich gehen können und uns hier wieder was herstellen können. Projekt. Exo-Anzug, War-Anzug, 10 Tage. Feldmedizin, Spinnenanzug, Geistanzug. Erstmal stecken wir hier, glaube ich, dann wieder einen Ingenieur hier rein. Von wo ziehen wir den Ingenieur ab? Ich denke von hier. So, 50% schneller. Und dann bauen wir doch mal was. 50 Vorräte. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Sehr schön. Dann in die Technikabteilung. Neue Befehle, Commander. Gegenstände herstellen. Wir könnten noch ein Imitationsgerät von diesen. Ziemlich nützlich. Medkits brauchen wir allerdings auch. So. Blendgranate, Bluescreen-Geschosse, Waffen, Fusionsklinge, braucht man richtig Vorräte für, Nanoschuppenweste, nee. Wir stellen noch ein Imitationsgerät her, die sind echt nützlich, die Dinger. So, und dann gehen wir wieder oben. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, du hast nachgedacht, sehr schön. Oh, wir kriegen Vorräte auf dem Schlachtfeld. Wir untersuchen das mal. Berechnet neuen Kurs.
halten. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Okay. Die Aliens. Und wir kriegen jetzt Plasmagranaten, wie geil. Indem sie diese gewaltigen Kreaturen als und einen neuen Granatwerfer. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sich ihnen noch jemand widersetzt, der einmal das können wir sofort die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. Ja, soll sie. Advent scheint kein Problem damit zu haben, Verteidigungsmatrix in direkter Nähe zu den Einwohnern dieser Städte zu stationieren. Das zeigt, wie sehr sie um unser Wohl bemüht sind. Neue Forschung. Ich erforsche mal das Plasmagewehr, ich brauche. Ich denke, wir brauchen das relativ fix. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, die Werkstatt ist fertig. Danke, Commander. Die neue Werkstatt. Yay, Werkstatt. Ich weiß, dass der Platz begrenzt ist, Commander. Vielen Dank für die zusätzliche Werkstatt. Sie wird uns von Nutzen sein. Können wir die schon direkt verbessern? Wir haben nicht genug Energie und nicht genug Vorräte dafür. Okay. Wenn wir hier einen Ingenieur reintun, können wir 2 Gremlins ausschicken. Okay, wir können also bis zu 4 Gremlins ausschicken. Das heißt, hier werden wir jetzt erstmal einen Gremlin reinschicken. Gremlin. Zack. Das heißt, wir kriegen mehr Energie. Das ist schon mal gut. Dann können wir aus dem C-Labor den Ingenieur abziehen. So. Hier unten wieder den Ingenieur einsetzen. Sehr nice. Gut. Und unser Blood-Scorpion hat Wahnsinn gelernt. Perfekt. Das heißt, wir können weitermachen. Ermunterung, Inspirieren oder Leerspalt. Erzeugt ein explosives Feld aus pionischer Energie, das alles darin beschädigt. Organische Gegner erleiden Wahnsinn. Das ist sehr gut. Lerne das bitte, Blood-Scorpion. So, und dann haben wir nur noch 4 Vorräte. Aber wir kriegen jetzt gleich Vorräte, Leute. Tagung für Sie, Commander. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Was? Bist du denn für einer? So, wir haben neues Personal. Major Gearfaken, der immer noch da ist. Der ist ja super teuer. Haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und Dr. Richard Hill. 20 Info geben wir wieder aus. Das sieht alles scheiße. Das ignorieren wir erstmal, weil wir haben ja hier noch unsere Vorräte, die wir untersuchen. So. 3 Tage noch. So, der War-Anzug ist fertig. Dann gehen wir mal zurück und gehen wieder in den Testbereich rein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt was herstellen können, aber weil wir haben gerade zu wenig Knete. Ah doch, wir können hier eine experimentelle Granaten oder experimentelle Rüstung oder experimentelle Munition machen. Ich würde sagen, wir könnten eine experimentelle Rüstung mal gebrauchen. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. So, dann gehen wir zurück in die Weltkarte. Und scannen mal weiter. Und Beherrschung wurde von Justicon erlernt. Betäubt das Ziel für eine Runde, macht es immun gegen Angriffe. Das ist auch extrem nice. Seelenraub ist extrem gut. Einfach mal ein Heilungsskill. Und der gleichzeitig Schaden raushaut.
Lerne das, Lösdikon, lerne das. So, Vorräte noch einen Tag. Wow, 78 Vorräte. Huhu. Immerhin. So, und dann... Wo sind die Vorräte? Hier ist die Vorratslieferung, da müssen wir hin. Das Avatar-Projekt geht schon wieder vorwärts. Okay. Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde... Jetzt wird es langsam wieder brenzlig. Das heißt, wir werden in einer der nächsten Folgen mal wieder oben so eine Einrichtung angreifen müssen. So, wir haben alle Ressourcen eingesammelt. Ignorieren wir erstmal. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, wir gehen nach hier oben. Und... Wir haben ja schon Kontakt hergestellt, ne? Das heißt, wir greifen hier oben an. Setze Kurs auf Sektor 7, Westeuropa. Um das Avatar-Projekt mal wieder ein bisschen zu stoppen. Ich weiß, man könnte noch einen Punkt weiter warten, aber es ist mir zu heikel, Leute, es ist mir zu heikel. Aber welchem Team wir hier nach vorne gehen, Max Monster ist wieder da, Bero ist auch schon wieder ausgenesen. Ihr werdet es sehen, wenn wir diese scheiß Einrichtung kaputt hauen. Bis zum nächsten Mal, Herr Fan, euer Koali. Tschüss.